Ja, hallo und damit ganz herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Rome 2 Total War Online Battle mit mir, Fighting Joe, aka El Banana Joe. Ja, ich hab's euch gesagt, es kommt wieder was, gegen einen Random, den Tobal Multiplayer aufgerissen hat, nämlich Gandalflex heißt er, glaube ich. Wir haben zwei Schlachten gespielt, die zweite hat nur sehr, sehr, sehr geleckt, darum. Ja, seht ihr erstmal die erste. Und wir schauen dann mal, ob die zweite auch noch zu sehen ist. Ich habe 2, 3 Monate kein Total War mehr gespielt. Also kann ich das noch. Es beweist mir erneut, dass die Lernkurve in diesem Spiel eine Ebene ist. Ich habe es mir auch leicht gemacht. Er hat die Gegner gewählt und ich wähle... Habe daraufhin Galatien gewählt. Das heißt, es ist jetzt nicht irgendwie... So, dass ich mir hier eine schwere Fraktion wähle, weil Galatien gegen, ja, die Geten ein guter Konter ist. Stellen wir einfach mal meine Armee vor. Ich habe 4 plündernde Reiter. 2 hier, 2 hier. Die sitzen übrigens auf meinen Kontrollgruppen auf 1 und 6. 1 ist die hier, 6 ist die hier. Das heißt, ich weiß immer, wo meine Flanken sind. Nur falls irgendwer mal fragt, wie... Ich das Micro, das habe ich in dieser Schlacht nicht so gut gemacht, aber generell mache ich das bei meinen Fernkämpfern immer. 4 freie Heerbanner, weil man die immer dabei haben sollte. MLG Freeman sind sehr gut. Außerdem hat er ja ganz gute Kavallerie als Gete, tendenziell. Jawohl, ran habe ich, aber erst in einer Sekunde. So, da sind wir wieder. 6 galatische Legionäre, 2-mal nackte Schwerter und 2-mal galatische Schwerter. Mein General ist ein keltischer Adelsreiter und dann habe ich, weil es Geld noch gereicht hat, einen Kappadokier mitgenommen, weil 10 Nahkampfinfanterien eigentlich genug sind. Ja, wir sehen nicht alles von unserem Gegner, der hier uns entgegensteht. Wir sehen hier nur Darkship-Plänkler. 3 Stück, das sind aber meiner Meinung nach 4. Wir sehen hier die berittenen Speerkämpfer. Machen wir nochmal einen Vorlauf. Ja, hier 4 Stück. Der General ist ein darkischer Adelsreiter. Wir sehen 4 Söldnerangstkrieger. Ja. Falksträger. 2 Stück, 3 Stück, 4 Stück erstmal. Und dann hier 3-mal Adelsschwerter. Aber es kann sein, dass da noch ein 4. ist, den wir gerade nicht sehen. Aber das ist auf jeden Fall erstmal so seine Armee. Ihr seht, ich habe mich ein bisschen zur rechten Flanke orientiert. Und jetzt fällt mir auf, dass er sehr, sehr lang gezogen steht. Das heißt, ich orientiere mich weiter nach rechts. Weil dann diese Einheiten hier zu einem komplett anderen Zeitpunkt in den Kampf eingreifen als diese Einheiten. Da wäre natürlich die Hoffnung, seine Armee in Stücken auseinanderzunehmen. Und ich versuche an beiden Flanken ein bisschen... meine Fernkampfkavallerie zu pushen. Ich zeig das mal hier am besten. Da seht ihr, dadurch ziehe ich vor allen Dingen diese Einheit hier, ziehe ich nach hier hinten, damit ziehe ich vor allen Einheiten noch weiter nach hier. Das heißt, wenn meine Hauptarmee hier steht, kann ich hier einen ganzen Teil seiner Armee abtrennen. Da müssen aber mehr als nur einmal britische Speerkämpfer folgen, sonst ist das kein guter Trade. Weil ich ja 550 abziehe und die kosten 540. Das heißt, ich muss schon irgendwas machen. Hier fliegen jetzt auch die ersten Speere mit dem Blut ab. DLC sieht das natürlich dann sehr beeindruckend aus, aber da fällt, glaube ich, maximal einer, aber erstmal gar keiner. Ja, ich bin ein bisschen raus, das merkt man auch. Aber ihr seht jetzt hier schon, wie das der Plan aufgegangen ist, auch wenn ich das Manöver jetzt hier ein bisschen verspätet ziehe. Hier ist ein klarer Knick, aber er ist ja gleichzeitig gestartet. Das hat nicht nur was mit seinem Micromanagement zu tun. Ja, und jetzt sehe ich hier zum ersten Mal eine Möglichkeit, was zu tun. Die Darkischen Plänkler laufen auf mich zu und ich gebe einfach mal einen Angriffsbefehl, denn ich habe ja mit den plündernden Reiter einigermaßen gute Möglichkeiten. Hier versuche ich natürlich auch zu entkommen. Und jetzt beginnt hier gleich eine Schlacht, beginnt hier gleich der Kampf. Die Söldnerachskrieger sind natürlich ja, im Ansturm weg. Hier kommen auch noch Söldnerachskrieger, aber hier hinten kommen natürlich die galatischen Adligen. Ihr seht hier, die Achskrieger werden ja auch noch beworfen und ich versuche mit den freien Heerbannern die Charges zu kriegen. Ja, hier seht ihr, habe ich die darkischen Flänkler ziemlich dezimiert. Und hier hinten, ja, seht ihr, kommt er halt nicht ran. Und der Kampf hier ist schon entbrannt. Ihr seht hier, kriege ich keine guten Engagements auf die Falksträger. Ich wollte hier auf die Kavallerie gehen.
Aber ihr seht halt, die fallen extrem schnell gegen den Beschuss. Und hier treffen jetzt Adelsschwerter auf galatische Legionäre. Das ist, werden die Adelsschwerter auf Dauer gewinnen, aber nicht sofort. Und hier nehme ich ihnen eben erstmal den Charge ab. Das hier ist extrem schlecht gemacht von mir. Da sieht man erst einen klaren klaren Fehler in der Schlachtaufstellung. Das darf nicht passieren. Aber jetzt habe ich hier meine nackten Schwerter reingezogen, die die Söldnerkrieger vertreiben. Und meine keltischen Adelsreiter sind hier in den Kämpfen hier gegen die Falksträger. Das ist kein so tolles Engagement, aber passt. Die Freien Herbanner hier haben nicht viel gerissen, was mich etwas wundert. Hier hinten habe ich die Darkschen Blänkler allerdings abgewehrt. Und ihr seht, ich beschäftige seine Kavallerie bisher sehr gut. Auch wenn hier jetzt die Kavallerie vorstürmt. Oh, hier habe ich nochmal gepennt. Das ist peinlich. Aber hier kann ich ihn noch ein bisschen aufhalten. Und hier stehen halt noch die galatischen Schwerter. Hier muss ich aufpassen, dass die nackten Schwerter sind reingerannt. Das ist nicht gut, dass ich hier die galatischen Legionäre mit ranziehe. Aber ich habe ihn ja erstmal aufgehalten und bin jetzt... Ja. Ihr seht hier die rechte Flanke. Hier stehen noch die übrig gebliebenen Falksträger und einmal britische Speerkämpfer. Die kann ich aber beschäftigen. Hier hinten beschäftige ich seine Truppen. Und hier haben Axtkämpfer gegen galatische Legionäre gekämpft. Mit den nackten Schwertern zusätzlich seht ihr, das ist nicht viel geworden. Die nackten Schwerter habe ich gerade mit der Fertigkeit hinten in die Adelsschwerter reingeschickt. Das wird nicht gut enden. Aber ich muss rumkommen, denn hier... Warum verlieren die denn hier? Achso, die haben vorher gegen die galatischen Schwerter gekämpft. Hier in dem Kampf ist es nämlich. Da gewinnen die Adelsschwerter natürlich. Oder haben es eben gerade gewonnen. Die nackten Schwerter hier frontal, das war keine gute Idee. Aber darum kommen hier jetzt ja die Truppen rein. Und hier hinten haben meine Kappadokier die berittenen Speerkämpfer gefangen. Das ist vorbei. Ich muss jetzt hier aber allerdings aufpassen, weil seine Darkschen Adelsreiter rumkommen. Und sein General ist eine ziemlich starke Einheit. Die galatischen Legionäre hier werden natürlich gewinnen. Und ich habe meinen General erstmal hier rausgezogen. Kann aber eigentlich gegen die Einheiten hier kämpfen. Hier hinten habe ich übrigens nicht aufgepasst. Ich möchte jetzt hier warten, bis sich die Einheiten sammeln und einfach meinen Flankenvorteil nutzen und die Flanke, die er gewonnen hat, einfach halten. Gegen die Söldnerkrieger kann ich allerdings auch mal einfach chargen. Ich habe die hier in der Kolonne gestellt, damit er nicht durchchargen kann. Ihr seht, ich ziehe jetzt hier meine Truppen ran. Das passt schon. Er setzt hier einen Charge. Das macht er auch ganz gut. Aber hier, ne, die kappadokische Söldnerkavallerie hat das gut gemacht und in die Söldnerkrieger reinzuchargen ist nicht das cleverste, aber ich glaube, ich hatte auch keine Munition mehr. Ja, ihr zieht ja jetzt raus, aber ihr seht, ich kann hier sehr schön den Raum halten. Das heißt, ich verhindere, dass er in diese Kämpfe eingreift, was jetzt schon sehr wichtig geworden ist. Hier seht ihr, die Adelsschwerter, die haben zwar die galatischen Legionäre in die Flucht geschlagen, aber die kämpfen halt immer noch. Diese Adelsschwerter sind weg und diese Adelsschwerter werden auch fallen. Hier seht ihr, hängt er jetzt übrigens fest mit den darkischen Adelsreitern. Und ich kann meine Freien Herbanner ranbringen. Die haben nämlich Wurfspeere, das wird schön. Bringt gleich mal 2 Kills on Charge und jetzt zieht er halt durch. Und er stand eindeutig, aber hey, das habe ich früher auch gemacht, das ist voll legitim. Ist halt ärgerlich, weil im Grunde genommen dann das mit dem Raumaufhalten nicht geklappt hat. Ihr seht, er hat hier hinten auch noch überall Truppen, aber die kriegt er halt nicht alle zusammen. Ja, ich gehe jetzt halt in Charge, aber das wird wehtun. Das wird mich einige galatische Legionäre hier kosten. Aber er hängt hier jetzt auch erstmal fest und verliert natürlich weiter Hitpoints. Und hier kommt natürlich der Schwarm. Und das Ding ist, während er hier gegen die ungebundenen Einheiten kämpft, kann ich halt seine Einheiten hier immer wieder sandwichen. Ich habe einfach an Nahkampfinfanterie die bessere Klasse. Und er konnte das nicht gut mit Masse ausgleichen. Er hatte zwar eigentlich mehr Masse. Und ich habe auch ihm am Anfang die Möglichkeit gegeben, meine rechte Flanke zu überrennen. Aber er hat keine Sandwiches, auch hier. Ihr seht, er hat 2 Einheiten, aber er kriegt keinen Sandwich hin. Und das ist eben sehr wichtig, weil dadurch einfach die Moral bricht. Und jetzt ist der General hier gefangen. Ihr seht, der steht und wird gecharged. Es sind zwar nur Schwertinfanteristen, aber trotzdem. Das wird ihn noch 1-2 Mann beim Rausziehen kosten. Ja, 2 Mann. Hier hinten hat mein General sehr gut aufgeräumt. Der hat hier eigentlich die Falksträger und die berittenen Speerkämpfer einfach geschluckt. Die Kappadokier haben ja auch einen berittenen Speerkämpfer ausgeschaltet. Hier ist noch einer, aber der kann jetzt auch nichts mehr machen. Das sind zwar 60 Mann, aber das sind 2-mal galatische Legionäre. Das ist halt das Schöne an Rom 2. So eine Infanteriemasse schluckt auch gerne mal einfach Kavallerie.
macht natürlich ein paar Kills, aber nicht zu viele. Er müsste jetzt hier seinen Darkischen Adelsreiter reinziehen und cyclen, bis was das Zeug hält, aber ich glaube, dafür habe ich einfach zu viel Masse, die noch übrig ist. Also diese Schlacht ist vorbei, ich habe ein paar Fehler gemacht, ist ganz klar, ich bin ja auch ziemlich raus. Ich hatte natürlich den Fraktionsvorteil, aber ich finde, ich habe das ganz gut gemacht und mit einem relativ einfachen Zug, nämlich meine Armee ein bisschen nach rechts zu verschieben und damit klar einen Vorteil an meiner rechten Flanke zu kriegen und gleichzeitig den Kampf auf der Flanke, die ich verliere, nämlich meine, oder nicht so stark gewinne, erstmal preisgeben aus meiner linken Flanke, den habe ich auch noch rausgezögert. Ist die Falksträger bringen überhaupt nichts. Natürlich auch ein klarer Build-Order-Win von mir. Aber ja, ich fand, es war eine ganz nette Schlacht und solche Moves könnt ihr auch machen bei ähnlich starken Armeen. Ihr seht, seine Adelsschwerter sind ganz gut reingekommen, aber ich konnte ein Adelsschwert relativ gut rausnehmen, relativ früh. Und meine galatischen Legionäre sind natürlich Monster gegen alles andere. Das hier sind Kills an freien Herbernern, das bringt ihm überhaupt nichts. Dagegen sind halt die Kills der keltische Adelsreiter-General auch. Da muss man sagen, bis auf seine Kavallerie, sein General, ist seine Kavallerie nicht wirklich gut reingekommen. Und er war mir zahlenmäßig überlegen. Klar, da waren die Plünderer, aber die hat er ganz gut abgewehrt. Den ist aber teilweise mit den berittenen Speerkämpfern hinterhergeritten, das kann nicht sein. Die Axtkämpfer hat er meiner Meinung nach komplett falsch eingesetzt. Die kannst du nicht frontal drauf schicken, die musst du rumschicken. Dann haben die gegen galatische Legionäre was zu lachen. Und ja, der Einsatz der Plänkler war schrecklich, denn mit den Plänklern hätte ich mir zum Beispiel die Schwerter rausnehmen können. Und die haben beide über 150 Kills und haben beide gegen Adelsschwerter gekämpft, unter anderem. Also kann man da auch nicht sagen, die haben nichts gerissen, die waren für mich sehr gut, außerdem machen die eben den Moralschaden. Ne? Sind alles Sachen, die am Ende dazu beigetragen haben, dass ich gewonnen habe. GG, die andere Schlacht hat er gewonnen mit Sueben gegen Pontos, die zeige ich euch vielleicht auch noch. Ja, und ich bedanke mich erneut fürs Zuschauen. Ich hoffe, mein Kommentarstil ist nicht zu sehr eingerostet. Ja, bis zum nächsten Mal. Euer Fighting Joe. Tschüss.